Kunde, kurz mal zu, Boss, kurz meine Freunde, böse Mann rastet komplett aus und labert irgendwie in seiner komischen Axtfolge irgendwelche rassistischen Sachen und redet irgendwas von White Power, Mann. Verdammt nochmal, böse Mann, stimmt denn nicht bei dir, verdammt nochmal? Was denkst du dir eigentlich, dass du irgendwie so rassistisch gegen Manuelsen oder gegen Loco Ben oder gegen andere Schwarze schießt, Mann? Rassismus ist scheiße, Mann. Ich hab dir gesagt, bleib doch mal in deinem Altersheim, Digga. Du bist 50 Jahre alt und versuchst irgendwie noch mit Rap? Lass doch einfach sein, Mann, ne? Was bringt dir das, verdammt nochmal? Du wirst vorgeführt von irgendwelchen Rappern, disst die verzweifelte Aufmerksamkeit brauchst, keiner von denen hat reagiert. Warum machst du das? Lass doch einfach sein, verdammt nochmal. Irgendwann kommen Leute, wo du nicht so große Fresse hast und dann holen sie dich, verdammt nochmal. Also an deiner Stelle würde ich es überlassen, Mr. Bösemann, ne? Keine Ahnung, mach dein Label, mach hier nicht auf harten Gangster-Rapper, das kommt komisch rüber, Junge. Okay, meine Freunde, ist fast wie du von nur ein Boss. Aber den gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.